Guck mal, Bruder, was heißt das Wahhabit? Erstmal, es gibt keinen, der sagt, er ist Wahhabit. Es gibt keinen Menschen, der sagt, er ist Wahhabit. Aber Wahhabit würde bedeuten, dass man Muhammad Abdul Wahhab folgt. Muhammad Abdul Wahhab ist ein Gelehrter gewesen. Und wie jeder andere Gelehrte macht er Sachen richtig und macht Sachen falsch. Wir sind keine Leute, die irgendjemandem folgen, blind, egal ob der Muhammad Abdul Wahhab heißt, oder Abu Hanifa heißt, oder Imam Malik heißt, oder Ibn Taymiyyah heißt, sondern sind alle Gelehrte. Der eine hat eine höhere Stellung, der andere hat eine weniger hohe Stellung. Zum Beispiel die Ya'imma al-Arba, die haben eine besonders hohe Stellung, Abu Hanifa, Imam Malik und so weiter. Aber, was sagt Imam Malik selber? Innama anna basharu mithlukum, ich bin Mensch wie ihr. Uqtiba usib, ich mache Fehler und ich liege richtig. Fandhuru fi ra'i, so schaut euch meine Meinung an. Fukullu ma yuafiqul kitab wa sunna, fakhudhu. Alles, was mit Koran und Sunna übereinstimmt, nimmt. Wa kullu man lam yuafiqul kitab wa sunna, fatruku. Alles, was mit Koran und Sunna nicht übereinstimmt, das lasst. So. Das heißt, wir gucken hier ganz klar, man muss uns sagen, welche Fehler habt ihr gemacht? Welche Fehler haben wir? Welche Fehler hat Muhammad Abdul Wahhab? Und wenn man uns die Fehler bringt, nehmen wir das gerne ab. Das heißt, Wahhabiten, das ist eigentlich ein Begriff, der erfunden wurde von anderen Leuten, um die Umma zu spalten. Ja, nee, das haben nicht Engländer dieses Wort erfunden, das haben dann Leute erfunden, die gegen ihn sind. Ja.